Moin und herzlich willkommen hier zum nächsten Boss Guide. Ja, wir haben uns durch die ewige Kammer durchgekämpft, sind damit auch durch mit der ersten Operation und beginnen jetzt mit einem Schritt nach vorne mit der zweiten Operation. Ja, die zweite, wir gehen chronologisch vor, ich hatte es am Anfang gesagt, da befinden wir uns jetzt in Karagas Palast. Ja, Karaga ist ein Hutte, der will nicht so wie wir wollen und deshalb muss er bisschen aus dem Weg geräumt werden. Also, wir schließen uns zusammen zu 8 oder 16 Leuten und marschieren rauf auf sein Palastgelände und rein in die OP. Ja, und nachdem wir uns dann durch seine ersten kamorianischen Schweinchenleibgarden durchgeschnetzelt haben, treten wir in einer kleinen Cutscene dem guten Karaga auch schon gegenüber. Gut erkennbar an seinem wunderschönen Hut, den man hier auch in dieser Operation looten kann. Ja, Karaga ist nicht so erfreut darüber, dass wir ihm da gegenübertreten und bei ihm ein bisschen aufräumen wollen. Deswegen drückt er einfach mal aufs Knöpfchen bei sich. Wir fallen runter und landen in seiner Arena. Ja, in dieser Arena, das ist so eine kreisrunde Plattform, die wird umgeben von einer wunderschönen leuchtenden grünen Säure. Ich denke, ich muss nicht sagen, was passiert, wenn man da reinhüpft. Man stirbt. Dazu aber später noch was mehr. Jetzt erstmal zum eigentlichen Bosskampf, denn wir haben erstmal vier Katzen vor uns. Sollten wir die gelegt haben, dann kommt durch ein Tor vor uns ja das Haustier von einem guten Hutten durch. Ja, wir kennen es aus den Star Wars-Filmen. Der gute Jabba, der olle Schleimige, der hatte auch so ein wunderschönes Haustier, nämlich einen Rancor. Ja, dieses kleine Schoß-Rancorchen von Karaga hört auf den Namen Knochendrescher und hat von der Grundmechanik her erstmal Random Aggro. Das heißt, er ist nicht tankbar und immun gegen Spots. Ich werde jetzt hier an der Stelle ein bisschen weiter ausholen, denn ich möchte euch natürlich nicht nur die Mechaniken der einzelnen Bosskämpfe und die Taktiken dazu näher bringen, sondern auch so ein bisschen zur allgemeinen Spielmechanik. Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen was zum Tanken erzählen, denn das bietet sich bei diesem Boss gerade an, da er halt nicht tankbar ist. Und ich möchte jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, wie denn das zustande kommt. Normalerweise hat nämlich in diesem Spiel jedes Add, jeder Boss, jeder Druide, jedes Vieh, alles intern im Spiel eine Art Liste vorzuliegen, in der alle Spieler eingetragen sind, mit der das Vieh oder der Gegner im Kampf ist. In einer Operationsgruppe sind das natürlich alle 8 Spieler, da, wenn einer angreift, auch alle mit im Kampf sind. Jetzt wird durch das Wirken von Heilung und von Schaden wird Bedrohung erzeugt. Und diese Bedrohung wird eingetragen in die Liste. Der, der am meisten erzeugt, steht ganz oben. Wer am wenigsten erzeugt, steht ganz unten. Bedrohung, das geht zum Beispiel bei Schaden geht das 1 zu 1 ein. Das heißt, jeder Damage-Dealer wird, wenn er 5000 DPS fährt, also Damage oder Schaden pro Sekunde, wird er auch 5000 TPS, also Threat per Second oder Bedrohung pro Sekunde fahren. Bei Tanks ist es ein bisschen anders, da geht es mit 2 zu 1 etwa ein. Das heißt, da geht Schaden, wenn man da 2000 DPS fährt, gehört das mit 4000 etwa eingehen. Und bei Heilung ist es mit 0,5 skalierend, das heißt, wer 5000 HPS macht, der wird nur 2500 TPS damit machen. Zusätzlich natürlich, ein Tank hat jetzt das Problem, dass er nicht so viel Schaden macht wie ein DD und damit auch nicht so viel Aggro erzeugen kann. Dazu hat er seine Sportfähigkeiten, mit denen er den Gegner an sich binden kann und zusätzlich noch eine große Menge an Bedrohung erzeugt. Ja, der Boss guckt sich im Prinzip ständig diese Liste an oder der Gegner allgemein und sieht sich den oberen Platz an und greift den Spieler an, der dort steht. Sollte natürlich idealerweise mal ein Tank sein. Wenn es ein DD ist, greift er halt den DD an. Wenn es ein Heiler ist, sollte möglichst nicht passieren. Dann wird das aber der Fall sein, dass der Heiler auch mal durch den Boss Schaden bekommt. Ja, und jetzt haben wir diese Liste im Prinzip und stehen jetzt einem Boss gegenüber, der diese Liste nicht hat. Das heißt, er hat nichts, woran er sich orientieren kann, wen er angreifen soll. Und somit greift er zufällige Spieler aus der ganzen Gruppe an. Aber das ist natürlich noch nicht das Einzige. Ja, wir wollen den Bosskampf auch ein bisschen spaßiger gestalten. Deswegen hat er noch ein paar schöne Fähigkeiten. Zum einen hat er eine Art Frontcleave. Da holt er mit einem seiner Arme mal ordentlich aus und wischt einmal vor sich lang. Und haut dabei alles mit ein bisschen um, was er so findet. Das sollte natürlich nicht alle treffen. Das heißt, man muss sich ein bisschen verteilen. Muss sich vielleicht so stellen, dass man hinterm Boss steht immer, auch wenn er sich die ganze Zeit ein bisschen dreht. Aber dennoch, gerade im HC sollte man ein bisschen darauf achten, dass man da ein bisschen mehr Movement zeigt, als jetzt einfach nur dastehen und Schaden machen. Das zweite, was er macht, ist ein kleiner Knockback. Dann nimmt er wieder eine seiner Hände,
fährt damit aber zur anderen Seite diesmal und haut dann alles, was vor sich steht, so schön weg. Dabei sollte man vor allem darauf achten, dass man dabei nicht zu nah am Rand steht, denn ich hatte es eingangs schon gesagt, außen ist so eine wunderschöne grüne Suppe. Wer dort reinfällt, stirbt sofort und kann auch nicht wiederbelebt werden. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist von BioWare oder ob das unabsichtlich so ist, aber es ist jedenfalls so, wenn man jemanden mit einer Kampfwiederbelebung während des Kampfes aus dieser Säure wiederbeleben will, steht der entsprechende Spieler oben auf und ist sofort wieder tot. Weil das ist ähnlich wie, als wenn man im Feuer stirbt. Wenn man aufsteht, hat man noch einen Brand-Debuff drauf, hat der Spieler hier noch diesen Säure-Debuff drauf. Das heißt, man braucht im Endeffekt einmal die Kampfwiederbelebung und dennoch eine von einer Klasse, der aus dem Kampf geht. Zum Beispiel Schurke geht aus dem Kampf, belebt ihn wieder. Das ist bei diesem Kampf nicht so ganz einfach. Deswegen bin ich der Ansicht, sollte man für Leute, die dort runterfallen, die Kampfwiederbelebung nicht verschwenden, weil man kriegt sie sowieso nicht wieder. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das gewollt ist von BioWare, ob die wirklich die Spieler, die dort runterfallen, doppelt bestrafen wollen, insofern, dass sie ihnen keine Möglichkeit geben, sich wiederbeleben zu lassen, oder ob das halt durch Zufall so entstanden ist, weil das eine allgemeine Regel von Dots ist. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall die dritte Fähigkeit, die der Boss noch hat, ist eine Art Knock-Up, würde man sagen. Also da nimmt er beide Hände einfach nach oben und haut nach vor sich kräftig auf den Boden, weshalb die ganze Platte bebt und wir alle nach oben geschmissen werden. Das ist ein bisschen AOE-Schaden, was auf den ganzen Raid geht, ist aber bei weitem nicht so viel wie dieser frontale Cleave, den er da mit seinem Arm macht. Gibt es noch zwei Adds, die spawnen, aber erstmal kommen wir noch zu seiner vierten Fähigkeit. Und zwar sucht er sich einen Spieler aus, das wird nicht angezeigt, das passiert dann einfach, und nimmt seine Hände und stampft den volle Kanne in den Boden ein. Der Spieler ist dann kurzzeitig gestunt, aber dann kann er einfach weitermachen wie zuvor. Allerdings im HC bekommt man einen Debuff, dass man mehr Schaden bekommt. Das heißt, da muss man wesentlich mehr auf die Positionierung achten. Im SM, wie gesagt, passiert dabei gar nichts. Ja, kommen wir zu den beiden Adds. Ich hatte es eben schon kurz angesprochen. Es gibt zwei Arten von Adds. Das eine Add, was immer wieder mal kommt, und dann eine Zweiergruppe von Adds, die einmal kommen. Das eine Add, was immer wieder kommt, das ist so ein kleines gamorianisches Schweinchen. Das hat einen leuchtend roten Strahl, sozusagen, dass man auch es vom anderen Ende der Karte noch sehen würde. Und dieses Add ist sozusagen ein kleines Leckerli für den Knochenbrecher, für den Rank of Owns. Sollte es also passieren, dass das Add nicht schnell genug stirbt und Knochenbrecher läuft hin und frisst es, dann hat er einen Buff, dass er für kurze Zeit mehr Schaden macht. Muss zugeben, im SM ist das jetzt nicht ganz so wild, aber man sollte es trotzdem vermeiden. Also sobald das Add spawnt, was so einen wunderschönen roten Strahl hat, nach oben hin zur Decke, dann einfach 3-4 Mal draufhauen, dann ist es auch schon tot. Und die beiden anderen, das sind zwei Katzen, die kommen aus den seitlichen Türen rausgehüpft, springen dann in die Mitte. Die sind allerdings im Gegensatz zum Boss tankbar. Das heißt, da geht dann einfach der Tank hin, macht einen Massensport, zieht nur unter den Boss, dann macht man da manche schöne Flächen für den Flächenschaden oben rüber und dann sind die auch schnell wieder weg. Die kommen nicht wieder, die kommen bloß einmal. Und ja, dann haut man Boss einfach, bis er auf 0% fällt. Oder 0 HP eher gesagt. Und dann ist der Bosskampf auch schon vorbei. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Boss, wo man mal ein bisschen mehr Movement zeigen muss, dass man eben nicht jeden Cleave frisst. Kann man ganz gut üben für ein HC, auch für verschiedene andere Bosse. Ja, kommen wir zum Loot. Ich denke mal, ist klar, dass es wieder Credits und Kristalle gibt. Wieder blaue und grüne natürlich, wir sind im SM. Und zusätzlich ein 260er Tokenstück für Armschienen. Natürlich noch hier diesen exotischen Isotopstabilisator. Zusätzlich dann noch zwei zufällige Items für zwei zufällige Spieler. Und eventuell natürlich auch noch ein Housing-Teil. Und wie gesagt, das ist das Besondere an dieser Operation. Es besteht bei jedem Boss die Möglichkeit, dass Karagas Helm droppt. Ja, eine wunderschöne Glocke, die man sich da aufsetzen kann. Ich wünsche viel Spaß bei jedem, der sie bekommt. Ja, das war es an sich zum ersten Boss in Karagas Palast. Wir sehen uns dann, denke ich mal, demnächst wieder bei Jak und Sorno, dem Kopfgeldjäger-Duo, dem wir als nächstes gegenübertreten werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Freue mich natürlich über jede Art von Feedback. Und ja, verabschiede mich. Mein Name ist Theodor und ich bin raus. Tschüss.